Ja, hey, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Crisis F. Ja, in der letzten Folge sind wir hier durch diese Höhle gewandert, haben ein, zwei Probleme gehabt mit den Monstern hier, aber egal. Ich habe in Land mir noch einen Giftbann geholt und einen einmal oder zwei Eisenhandschuhe und eine Seidenbluse, weil die waren noch nicht aktuell bei den beiden. Wenn ich das gemacht habe, habe ich ein paar Stempel dazu bekommen und währenddessen hat Cherry ja den Schnäppchenjägerin-Titel bekommen. Wieso? Okay, so viel dazu, dass ich schon mal die ganzen Titel hier am besten nicht offscreen farme, aber da die ja alle, ich mache am besten auf manuell, weil dann habe ich immer einen Überblick und so kann ich dann gar nicht immer auf die neuen hier. Kann ich hier immer so drauf eingehen? Hier steht neu. Das heißt, der ist neu. Der ja auch. Das heißt, ich kann immer so einmal drauf gehen und dann kann ich im Offscreen zeigen, wo ich die hier habe. Also Onscreen zeigen, wo ich die Offscreen hier habe. Aber egal. Wir gehen jetzt hier weiter. Hui. Ein bisschen den Mixer bearbeitet. Einige Gegenstände hatte ich schon 15 Mal und da ist am Maximum. Deswegen. Die Anzahl der Elf Mixer Slots gestiegen, geil. Ich habe das auch nur eine Prozentchance, deswegen gehe ich nochmal zurück im Speicher. Weil ich habe so das Gefühl, wir werden ähnlich nicht brechen. Und wenn das der Fall ist, dann werde ich. Na komm her. Den Schwierigkeitsgrad runterstellen. Weil so geht das dann nicht. Finde ich ein bisschen blöd. Oder nee, ich werde dann offscreen hier trainieren und Problem gelöst. So. Ich habe meine alte Ausrüstung übrigens nicht verkauft, weil man braucht für die ganzen Quests hier, die Tavernenquests, die später kommen werden. Ich spoilere hier schon alles voll. Wird man alles Mögliche brauchen und deswegen möchte ich auch nichts wegschmeißen oder wegverkaufen. Nur damit ihr es wisst. What the hell? Was zum Teufel? Okay, die Schleimkönigin. Details. Mit schön. So, und die macht uns fertig. Und du hast so zwei Mini-Viecher. Oder ein, nee, zwei. Gerufen. Es ist wunderbar. Und guckt euch an, wie viel die abzieht. Olle. Das Gute ist, die kann sich nicht heilen oder so. Das heißt, hier Treffer, den wir hier reinhaken, der ist auch von Bedeutung. Wenn ich mal dazu kommen würde. Nee, ich glaube nicht. Ach, so schlecht sieht das nicht aus. Jemand bist du anfällig? Ging gar nichts, okay. Schön zu wissen. Dass du gegen nichts anfällig bist. Hey, hier geblieben. Weil ich massakriert habe, ich die ganze Zeit hinten, aber es geht. Voll engstirnig auf Cherry oder so. Wow. Ja, das schaffen wir schon. Ich bin am Pro in diesem Spiel. Richtig schwer wird es erst, wenn. Ach, wer jetzt gleich sehen. Auf! Ich bin ein Gegner. Du bist voll schnell irgendwie betäubt, kann das sein. Egal, hab ich nichts dagegen. Ja, auf Cherry loszugehen, Mann. So. So, alle weg. Auf du, Cherry. So, jetzt haben wir gleich. Wie schnell er viel betäubt ist. Zack. So, ich bin dran. Nicht so ungut. Doch, irgendwie schon. Boah, ich habe mir den Kampf viel schwieriger vorgestellt. Mann, das war. Oh mein Gott. Das war rekordreif. Schockwellen, die kritische Dingens. Boah, zum Glück habe ich hier so voll neue Titel anstreben. Kämpfst du mit großem Geschick, kannst du dir vielleicht noch mehr Titel verdienen. Du sollst da im Kampf stets alles geben, auch gegen schwächere Kontrahenten. Wie wir jetzt instant einen Titel hier voll gemacht haben. Es ist so schön. Ich weiß zwar nicht mal, welcher Titel das war, aber es ist schön. Ich glaube, so ein Story-Titel
I wasn't expecting something like that here. Ich habe mir schwieriger vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die normalen Monster waren schwieriger. Lag bestimmt an den Giftbannen. I don't see the Phandalians anywhere. Let's stay here and wait for our men to arrive. Mann, ist mir schon irgendwie peinlich jetzt. Egal. Also doch nichts mit Schwierigkeitsgrad runterdrehen, geht alles klar noch. Und da kommen sie. Alle. Alle 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's almost time. Alle 6. Follow me and let's commence the attack. Die glorreichen. Okay. So, welchen Titel haben wir denn hier? Ja. Wir haben Taumelschlag, Kreisangriff, Vitalität. Gut. Was haben wir noch hier? Kritisch, nicht in aktiver Gruppe. Nein. Paragon, Bank FP, Kreisbeteiligung. Nicht in aktiver Gruppe, ja. Chance auf gestohlenes Objekt. Ich weiß nicht. Das bringt uns noch nichts. Was hier mit? Hier ist mit viel Angriff, ja. Krieg ich Angriff, physischer Angriff. Nee, Kreisangriff hätte ich gerne. So, wie ist hier mit? Ja, geil. Heilungseffekt. Das dauert mir zu lange. Wirken mit roter Ladung, nein. Joggerin. Die hat schon erste Hilfemeisterin. War das und muss noch nicht. Flinkfuß, das muss nicht. Du hast näher gleich Wirktempo. Das ist gut. Meine Heiler müssen irgendwie so verteidigen. So, euch mache ich noch Platz, weil ihr macht mich nervös. Ich habe nichts Neues gelernt, ne? Ja, ich darf keinen Kampf hier auslassen. Bei der Schwierigkeit. Die irgendwie nicht vorhanden war gerade. Ich glaube, man bekommt auch mehr Erfahrung und so. Je nachdem, wie hoch der Schwierigkeitsgrad ist. Habe ich so das Gefühl. Aber ich kann mich auch irren. Ist hier noch irgendwas? Nee. Oder hier? Nein. Bleibst du hier. Jawohl. Zack. Dämonenzahn, Dämonenzahn, Dämonenzahn. Ey. Hey, Kollege. Ich komme sehr schnell auf dich zu. Zack. Oh. Dämonenzahn hat der Titel Attribut Kriegsmeid und Attribut Erdmann. Jetzt schon? Einzig und allein. That monster was horrible. Do you think it was part of Fendel's defenses? No, I don't think so. It's probably lived down here for years. So it would still be alive if not for us. That's kind of sad. I feel terrible now. As a monster. Maybe. But it was either us or it. And we have to save Lant. Asbel? There's no time for pity. I'm the only one who can protect Lant now. Ja, Mann. Shaya, was bist du denn so weich auf einmal? Dafür, dass du die ganze Zeit so hart warst. So, ist hier was. Na klar ist hier was. 23 geil. Yes! Und 720 galt. Und wir speichern, weil wir es können. Und dann sehen wir mal, ob unser Schleichangriff was gemacht hat. Wir schleichen uns an. Überraschungsangriff. There's no one here. What's going on? Vielleicht pennen sie noch alle. Lord Asbel, we've been undone. What happened? The enemy has staged their own sneak attack. They're advancing on the town as we speak. Die Schweine. We must have passed each other in the night.
Unless they knew about our plan all along. Damn it! We can't stay here. We have to fall back. The town's nearly defenseless. They'll be overrun in no time. Was haben wir denn davon? Ja, aber erstmal gucke ich hier noch. Da ist eine Truhe, sich gerade. Da ist eine Deckung. Spuren des Krieges. Und hoffnungsloser Fall. The Phandolian army has already left. Did they somehow catch wind of our plans? Asbel, do we really stand a chance? Fendel's weaponry is so advanced. I'll think of a way. I promise. Don't you see it? We could never hope to protect Lant from such a force. Face it, we're so vastly outnumbered. We fight for a hopeless cause. Sharia. Never mind. We need to get moving. Lant is in danger. Dann bleib doch hier, Mann. Dann bleib doch hier. Versteht ihr auch irgendwie nicht. Wenn sie denkt, das ist hoffnungslos, dann soll sie auch gar nicht hier mitkommen. Mein Gott, sie hat vielleicht Leiden. Mann, meine Stadt wird überrannt. Was mache ich denn jetzt? Erstmal Schätze sammeln. Wir werden schon irgendwie klarkommen. Erstmal kämpfen. Nein. Das ist jetzt nicht der Zeitpunkt. Den Schreibstick in der Küche oder kriegen, ne? Sherry ist irgendwie eine Dramafigur, kann das sein? So, okay. Die kalte Zufallskämpfer ist jetzt nicht der Zeitpunkt. Ne. Erstmal kommt hier Drama Baby. Nein. Er fühlte sich provoziert, er kommt auf mich zu, jetzt nicht mehr, okay. Was mit dir, Biene? Ach, den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Wer weiß, vielleicht sind die auch einfach durch diese Straße hier gegangen, während wir in der Höhle waren. Hey, Kollege. Es tut mir leid, Junge. Es waren so viele. Wir konnten sie nicht einmal für kurze Zeit aufhalten. Mann, sind wir Noobs. Was haben wir denn für eine Weichei-Armee? Warum spielt man eigentlich in Rollenspielen immer die Leute, die der kleinsten Nation anhören oder der schwächsten? Was soll denn das? Warum können wir nicht mal Übermacht sein? Wir haben es verdient. Das war ein neues Monster, egal. Lass mal speichern. Nein. Okay. Was passiert in meiner Stadt? Bin ich vom Westen? They're not from Fendel. Wait, they're from Strada. Ist das die Kavallerie? Men, spread out and attack. Drive the Phandelians back. Nein, es sind keine Kavaliere. Es sind Musketiere. Warte. No way. Is that really Hubert out there? Ja, und er tritt gerade Ärsche. Hubert. I expect the best from everyone. Hey, was geht, Bruder? Oh Gott. Ja, geht ruhig alle auf mich auf die Rüstung los, ist klar. Schick voll aufs Maul. Ja.
Na, über zu den guten alten Zeiten, was? Oder red mit mir. Guck nicht so böse. Schon wieder geil, Fern hier. Au, 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 au. Das hast du nicht gesehen, mein Bruder. Ich bin immer noch der coolste, ne? So. Und? We did it, Hubert. Indeed. Hm, was auch immer. Hubert hat Doppelhexler erlernt. Okay, du kannst was lernen. Okay. Und das waren die einzigen Fehler, die herumgelaufen sind. Lieutenant, the enemy has been driven out. Lieutenant? Wow, Hubert, you're really going places. Good people of Lant, do not be afraid. The men of Strata have driven the Fendelian army from your town. If you are wondering why we have come to your aid, I can provide an answer. I am Hubert Oswell, formerly of the Lant family. I am the youngest son of Lord Aston, who tragically lost his life in your defense. It's Master Hubert! Master! It's Master Hubert! You've returned to us at last! While I am now a man of Strata, I still hold my homeland in the highest regard. When I heard of your desperate plight, I was compelled to come to your aid. And I have further good news to share with you all. Strata and Windor have formed an alliance against the cruel nation of Fendel. Your fight is ours. And we shall work as one to drive our common enemy from this land forever. Irgendwie hat uns die Schau gestellt. Nicht, dass wir irgendwie die Retter waren, aber trotzdem, wir sind die Hauptcharakter. Hallo. Also erstmal. If you desire an audience, please wait until morning. Hubert. Mann, Mann, Mann. What's up, Sophie? Oh, I see. You're planting the Sopheria seed. Der ist ja riesig. Passt der überhaupt in die Erde rein? Vielleicht mit dem Hammer reinkloppen? Na, guck euch mal diesen Berg an. It should sprout in a few days and bloom sometime after that. Der wird dann riesig sein. And if you continue to take good care of it, you might even get to see a blossom gale. Der wird auch riesig sein, okay. What's that? Der ist riesig. It happens after they bloom. If the flowers bathe in starlight for a few nights. Or so I hear. I don't really know the details. Anyway, just be patient and take good care of it. Hubert, are you done working today? More or less. Look at you. Lieutenant in the military at such a young age? I never thought I'd see you again. Not like this, at least. You saved us, you know. You saved Lant. We're lucky the town wasn't damaged further. So how long are you staying? We should catch up, you know? I could use your advice on a whole bunch of things. I'll be here for quite a while. Really? That's great. You can help us figure out what the enemy's going to do next. I'll feel a lot better knowing that we're working together. The resemblance is uncanny. Her movements, her body, even her expression. She's like Sophie in every way. Was genau hast du dir eigentlich vor 7 Jahren gemerkt, Hubert? I will investigate this matter personally. Whoa, hey, wait. That won't be necessary. I'll decide what to do with her.
So, the boy who abandoned his family now thinks to be Lord. What? Stop it. Both of... Upsala. Ich dachte, sie sagten, stop it. We have more important issues to discuss. Meet me in the study when you're ready. I need to talk to Hubert. Are you okay here? Nein. Genau, lass das amnesiekranke Mädchen wieder allein. Die Gruppe hat sich aufgelöst. Bum, bum, bum. So. Soll ich vielleicht noch kurz einkaufen gehen? Ah, mach mal noch kurz. Zu lang. Und dann gehen wir mal in unsere Bude und speichern. Beenden den Part hier. Die Aufnahmesession. Ja, ein paar Sachen habe ich hier freigeschaltet, als ich die Stempel hier bekommen habe. Einfach mal so. Kann ich nicht auch irgendwas verkaufen oder sowas? Ich kann ein bisschen dualisieren, ne? Hier irgendwelche Sachen, die war massig haben. Wieder sind noch 5 übrig. Woher kennt man das wohl? Also wird man jeden möglichen Mist irgendwann mal brauchen. Deswegen stelle ich auch ein paar Sachen mal her. Bis jetzt sind die noch von gar keiner Bedeutung, aber was soll's. Vor allem die Kristalle, genau. Apfel, Pastetenteich. Kochen. Kochen eines Form ist eine Form des Dualisierens. Bei 2 Zutaten. Ja, okay, 2 Zutaten und da hat man ein Gericht. Und das kann man dann den Elfen zerpacken. Ungefähr so. Kaffee-Wiederherstellung. Treffer mit Leben. Nee, brauche ich nicht. Wir haben auch irgendwann alle haben, übrigens. Ja, aber jetzt ist das noch nicht von Bedeutung. Wir gehen mal hier rein und speichern und wenn diese Folge. Das Spaß, Erinnerungen und Trauer. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.